Es gibt ein Recht auf Internet. Wann gilt das für alle? Oder gibt's das gar nicht? Ich bin Florian Prokop und wir sprechen heute über das Recht auf Internet. Zugang zum Internet zu haben bedeutet vieles. Kontakt zur Familie und zu Freunden, Lernen, Videos von Katzen, Arbeiten, politisches Engagement, Videos von Katzen, die in High-Kostümen auf Staubsaugerrobotern rumfahren. Zu einer gesetzlichen Festschreibung des Rechts auf einen Internetzugang, wie es seit Jahren diskutiert wird, konnte sich allerdings bisher noch keine Regierung durchringen. Auch die Europäische Union und die Vereinten Nationen fordern dazu auf, den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Aber wie sieht es für Menschen aus, die keine Wohnung haben? Davon gibt es in Deutschland ungefähr 860.000. Ich bin hier gerade in Berlin-Moabit vor einer Wohnungslosentagesstätte, Warmer Otto. Und hier bin ich mit Peter verabredet. Peter wird mir erzählen, wozu er Internet braucht, wo er Internet herbekommt, wenn er welches braucht und wie wichtig das für ihn in seinem Leben ist. Peter ist 28 und aus Tschechien. Seit 14 Monaten ist er in Berlin, seit 6 Monaten hat er keine Wohnung mehr. Peter hat IT studiert, musste die Uni aber aus familiären Gründen abbrechen. Do you have a smartphone, actually? I have it, but I don't have it anymore. Someone stole it, but I have a notebook. So it's a large smartphone. I'm learning now the C++, the computer. Coding? Mm-hmm. And I'm trying to find a work at the internet and also fun, so YouTube, Facebook, and so on. What do you watch on YouTube? So I am the gamer. Okay. So I'm watching a few channels with gaming content, but also technical stuff and a little bit journalistic from the world. Mm-hmm. And Facebook? Facebook, I use it for normal communication with my friends. And when you need internet, you come here, and where else you get internet? I found that internet is free in every U-Bahn station here in Berlin. I found in McDonald's mm-hmm. for 3 hours per day, and in few shopping centers, and if you are lucky, in cafe. But lots of it have password for the usage. And how important for you is it in your life to have access to the internet? Very important. I have internet from when I was 16 years old, mm-hmm. and from that time I was at the internet the whole time. But right now I use the internet for the time spending, so I have lots of free time. Seit 2010 werden die Kosten für den Netzzugang im Hartz-IV-Regelsatz berücksichtigt. 2013 hat der Bundesgerichtshof anerkannt, dass der Zugang zum Internet zur Lebensgrundlage gehört. Auch Geflüchtete haben rein theoretisch das Recht auf Zugang zum Internet. Viele von ihnen haben Mobiltelefone, die wenigsten haben aber, wenn sie in Deutschland ankommen, die Kohle für einen Datentarif. In Baden-Württemberg wurde 2015 deshalb beschlossen, dass in allen Asylunterkünften WLAN bereitgestellt werden soll. Die Initiative Freifunk gibt es seit über 15 Jahren in vielen Städten und Gemeinden in Deutschland. Mehrere hundert Freifunk-Communities arbeiten daran, offene WLANs für alle bereitzustellen. Und seit 2012 engagieren sich unter dem Namen Freifunk hilft auch einige dieser Communities für Geflüchtete. Sie wollen Asylunterkünfte ans Internet anschließen. Auch Olf gehört dazu. Allerdings gab es bei ihm in Karlsruhe einige unüberwindbare Probleme. Die Situation war 2015 für die Geflüchteten so, dass es für sie keine Möglichkeit gab, in den Asylunterkünften selber ins Internet zu kommen, sondern mussten damals oftmals den Weg über überteuerte Internetcafés gehen. Und das haben wir eben zum Ansatz genommen, und wollten da Freifunk in diese Geflüchtetenunterkünfte bringen, um eben eine schnelle und praktische Lösung zur Verfügung zu stellen für die Geflüchteten, eben mit ihren Familien und Verwandten in der Heimat in Kontakt zu treten und sich vor allem auch über eben lokale Dinge in der Stadt und so weiter zu informieren. Und wir haben uns dann das Gelände auch tatsächlich angeschaut, wir wurden da mal rumgeführt und haben uns dann überlegt, wie wir da vielleicht mit einer Funkstrecke von ungefähr einem Kilometer Länge das hinkriegen. Da gab es das sogenannte Menschenrechtszentrum, das hatte eine ziemlich gute Sichtverbindung.
Allerdings sind wir halt relativ zügig daran gescheitert. Es waren einfach so Haftungsfragen. Wir hätten halt in der Asylunterkunft selber was installieren müssen und das haben die Leute halt von dort damals gesagt, so ja, nee, das so als Privatperson hier was installieren, das ist halt nicht so. Und daraufhin haben wir uns erstmal überlegt, dass wir einen Verein gründen. Das führte dazu, dass das Amtsgericht Mannheim allerdings der Meinung war, dass wenn wir Internetanschlüsse verkaufen oder bereitstellen, dass das kein gemeinnütziger Zweck sei. Daraufhin haben wir versucht, nochmal die Satzung zu ändern. Das haben sie wieder nicht anerkannt. Dann haben wir den Verein einfach ad acta gelegt, haben einen neuen Verein gegründet, das hat wieder nicht geklappt. Und dann haben wir halt überlegt, ob man nicht vielleicht einen der Bewohner fragen kann, ob er nicht einfach mit Gaffer eine Antenne, also so eine Nanostation ins Fenster klebt, weil das hätte tatsächlich passen können. Und wenn wir auch mit den zuständigen Behörden da in Kontakt waren, kam dann wohl ein Angebot von Kabel BW. Und damit hieß es dann, naja, die Kabel BW also kümmert sich jetzt darum, dass die Asylunterkünfte mit Internet versorgt werden. Wir haben, glaube ich, insgesamt ein halbes Jahr mit 5, 6, 7, 8 Leuten da versucht, diesen offiziellen Weg zu gehen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es inzwischen tatsächlich dort nach 2, 3 Jahren schon Internet gibt oder ob das immer noch im zuständigen Fachverfahren festhängt. Für andere gesellschaftliche Gruppen ist das mit dem Zugang zum Netz auch so eine Sache. Gefängnisinsassen dürfen in der Regel gar nicht ins Internet. Wer über mehrere Jahre einsitzt, muss sich in der Regel zurück in der Freiheit an eine komplett neue digitale Realität gewöhnen. Das macht die Wiedereingliederung in die Gesellschaft nicht gerade leichter. In einem Berliner Gefängnis gibt es deshalb ein Pilotprojekt, das einen beschränkten Zugriff auf Internet und E-Mails erlaubt. Häftlinge können Wikipedia, verschiedene Nachrichtenseiten, Lernprogramme und Wohnungs- und Jobbörsen benutzen. Insgesamt ist es leider so, je weniger Geld ein Haushalt zur Verfügung hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein Internetanschluss vorhanden ist. Je mehr Handlungsmacht Menschen über ihr Leben haben, umso eher haben sie auch Zugang zum Internet.